großer Jubel bei Markus Bauer. Erster Heimsieg, erster Sieg als neuer Coach bei Frischauf Göppingen. Und sein Team, das hat von Anfang an genau den richtigen Start gefunden. Hier schon das 6:3 durch Till Herrmann. 1A Start. Tabellenrang 16 vor der Partie. Das hat niemanden interessiert. Auch nicht, dass das bisher die schlechteste Bilanz der Vereinsgeschichte war. Das Team war hochkonzentriert und effektiv. Und auch Marcel Schiller feierte sein Comeback in der Liga nach Verletzung am linken Fuß. Vom 7-Meter-Strich eiskalt. Zwischenzeitlich 11:3 die 8-Tore-Führung. Und von Hannover, da kam so wenig, dass Christian Prokop zwischenzeitlich an die Ehre seines Teams appellieren musste. Aber auch das half nichts. Denn die Göppinger Defensive hochkonzentriert, dann geht schnell nach vorn. Und Gulliksen macht das 16:8. Neuerdings also frisch auf, auch wieder effektiv im Abschluss. Das freut unter anderem Markus Bauer. Der konnte hochzufrieden sein. Auf der Gegenseite Christian Prokop. Definitiv nicht. 9 Tore in einer Hälfte, viel zu wenig. Und auch danach wurde es nicht besser. Feise, 19:13. Haben wir mal einen Treffer der Hannoveraner. Aber insgesamt ein schwacher Auftritt der Recken. Lösungen über den Kreis und außen. Außer Bujovic im Rückraum. Niemand richtig auf der Platte. Und Göppingen, die hatten Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und zauberten in Form von Marcel Schiller. Ganz, ganz feiner Wurf zum 25:17. 6 von 6 Treffer am Ende für Schiller. Ein perfektes Comeback. Und einen perfekten Auftritt legte auch Lindenbrunne hin. 7 Tore am Ende. Bester Mann bei den Göppingern. Der hatte Spaß. Genauso wie die vielen Zuschauer in der EWS Arena. So kurz vor Weihnachten. Am Ende also 33:29. Nach 7 Spielen. Ist Göppingen endlich wieder siegreich in der Liga. Selbstvertrauen ist da. Und Markus Bauer kann auch eine tolle Quote seit seinem Amtsantritt schauen. Und dann sind wir gespannt, was Göppingen beim SC Magdeburg abliefert.